Ja, hallo ihr Lieben, Christian Heimschemeier, Diplompsychologe, Paartherapeut und so weiter an vielen Stellen Deutschlands. Und ja, keine Heizung in der Wohnung, schon seit einem Tag. Und es ist gefühlt unter Null hier. deswegen mal so, aber ich hoffe, dass es heute wieder funktioniert und wärmer wird und ist bei den Temperaturen draußen kein Spaß, keine Heizung, kann ich euch sagen. Gut, aber passend zum Thema reden wir heute mal über Borderline-Wut. ja, genau, wer will, kann noch gerade so in die Selbstliebe-Challenge Advanced einsteigen oder vielleicht auch in den Hardcore-Bindungsängstler-Kurs, der ja bald rauskommt. Und auch die Paar-Ausbildung geht bald los. Wer sich für die Ausbildung interessiert, einfach nochmal melden. Ist natürlich ein heikles Thema. Ich drücke mich immer ein bisschen drum rum, weil, ja, weiß ich jetzt schon, weiß man immer, dass dann wieder Haufen, dass man selber Haufen negative Kommentare abkriegt bei dem Thema, egal. Aber ja, ich habe einfach so gemerkt, dass mich nervt manchmal dieser Diskurs, dieses im Netz, bin ja so kein großer Fan von, wisst ihr, mit diesen ganzen bösen Narzissten, alle sind Narzissten. Ja, das ist natürlich meistens sind das dann die Männer, die Narzissten, und die Frauen sind die Guten. So, und klar, ist natürlich Quatsch. Gibt natürlich, auch viele weibliche Narzisstinnen, aber tatsächlich, ja, wenn man das jetzt sozusagen mal schaut, ja, sind Männer, trifft das eher Männer, aber wir haben auf der weiblichen Seite, betrifft natürlich auch nicht nur Frauen, betrifft auch Männer, haben wir halt das Thema Borderline oder Histrionie, das ist ja so eine kleine, wenn man so will, ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber die kleine Schwester von Borderline sozusagen, wird aber zunehmend nicht mehr so, geht so ein bisschen auf in der Borderline-Diagnose, aber ich will jetzt auch keinen Vortrag halten über klinische Psychologie hier, darum geht es gar nicht, weil dieser Begriff Borderline natürlich genauso flapsig benutzt wird wie Narzissmus, weil es sind nur ganz wenig Menschen, haben wirklich eine diagnostizierte narzisstische Persönlichkeitsstörung, trotzdem ist das natürlich ein schwammiger Begriff, der ja benutzt wird für ja, narzisstische Anteile, die vielleicht jemand hat, die natürlich viele Menschen haben, die einen mehr, die anderen weniger, und ich will das jetzt auch nicht verniedlichen, narzisstische Anteile ja, sind natürlich nervig, ne? Es gibt natürlich sowas wie gesunden Narzissmus oder gesunde Selbstliebe, aber gut, da wollen wir heute gar nicht so einsteigen, weil das gleiche, ich wollte nur sagen, das gleiche gilt für Borderline natürlich auch, das ist genau wie Narzissmus, also wenn man es ernst nimmt oder wenn es diagnostiziert ist, eine ernste psychische Störung, bei der man in Behandlung gehen sollte, klar. Und aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Es geht ja hier im Wesentlichen um Beziehungen auf diesem Kanal. Und da haben wir halt das gleiche Thema. Das, ich habe gerade mal geguckt, dass man sagt, so 1%, 0,7% habe ich jetzt gerade gelesen, im 40er, also im Bereich so um 40, haben Borderline. Und ja, das ist sozusagen dann wiederum für Männer so, dass sie das Gefühl haben, nee, das müssen noch viel mehr sein, weil es das Gleiche ist, wie vielleicht von Frauen bei Männern, dass Männer das Gefühl haben, ja, es mag ja sein, es gibt nur ganz wenige mit dieser konkreten Störung, aber natürlich kann man auch Frauen treffen, die, was weiß ich, ihre Borderline-Anteile leben, das ist das gleiche wie mit Narzissmus. So, ne? Auch da muss ich sagen, jeder von uns hat Borderline-Anteile, jeder von uns, wenn man einen Menschen genug triezt, ich bin da hundertprozentig von überzeugt, jeden Menschen kann man zeitweise in ein Borderline-Spektrum bringen, wo er sich benimmt wie ein Borderliner. Also ja, das steckt in jedem von uns drin. Und auch noch, das ist auch noch wieder ein Grund, mit Menschen zusammen zu sein, die nicht das Schlechteste aus allem rausholen, weil jeder von uns hat diese Anteile, jeder von uns hat auch narzisstische Anteile. Auch Männer können Borderline haben. Aber ich
ich würde ganz gerne einfach mal auch für die Männer mal drauf eingehen, dass ja, auch Männer können Borderline haben. Ich weiß noch nicht, ob diese, keine Ahnung, aber ihr könnt auch Frauen gerne mal schreiben, die vielleicht mit Borderline-Männern zusammen waren. Dieses Thema, diese krasse Wut, auf die man da trifft, das habe ich das Gefühl, das höre ich mehr von Männern tatsächlich so, ne? Die dann mit ja, Frauen zusammen waren, die irgendwie dieses Instabile, Verwundbare, gleichzeitig aber auch ja, egozentrische, super kränkbare und eben dieses, darauf wollen wir heute einfach mal eingehen, dieses krass unverzeihlich wütende so haben irgendwie, ne? Und das ist, glaube ich, was vielen echt Schwierigkeiten bereitet und auch Männer richtig in Gefahr bringen kann. Also aus der Sicht eines Mannes ist es nicht so, dass alle Gewalt von Männern ausgeht. Sicher, klar, wenn man jetzt guckt, den statistischen körperliche Gewalt, ja, wird so sein, wobei selbst da holen, glaube ich, Frauen auf. Aber aus Sicht eines Mannes ist es eben so, dass viele Männer, die zu mir kommen, auch das Gefühl haben, ja, ist sie eine Art von, ja, subtiler, ja, Gewalt, Grenzübertritten erlebt haben, ja, wo sie in Sachen, also was auch häufig, das ist halt für Männer, glaube ich, wo Männer wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht in dieses, ja, dass sie nicht an sie, so jemand, aber gut, machen wir eins nach dem anderen. Gut, gut, Borderline-Wut ist ja, also diese krasse Wut ist ja auch eins dieser Kennzeichen von Borderline, dass jemand so, ja, diese aus dem Nichts total wütend wird, und für einen Partner stellt sich das halt häufig so dar, dass man denkt, was ist passiert? Also ist jetzt klar, und Borderliner, ich sag, nehme den Begriff jetzt auch mal so flapsig breit, ne? Wie gesagt, nochmal, ist schlimme, extrem leidvolle Störung, in Therapie gehen und ja, und alle, jeder Borderliner ist anders oder jede Borderlinerin. Manche, habe ich auch schon Videos drüber gemacht, sind sehr auf dem co-abhängigen Spektrum, ja, wirklich, ja, sehr verloren, sage ich mal. Andere sind vielleicht auch verloren, aber sind, deswegen ist es ja auch im DSM so unter diesen, in seinen eigenen Cluster gefasst. Manche Borderliner sind auch sehr narzisstisch, muss man einfach sagen, ne? Ich sag mal ganz gerne eine andere Geschmacksrichtung, Narzissmus, so, ne? Und ja, warum? Ja, klar, wegen dieses Schmerzes, also weil sie natürlich auch mal Opfer waren, irgendwie so, ne? Und dann daraus irgendwie Störungen entwickelt haben. Und aber daraus wollte ich heute auch mal eingehen, wie nah Opfer und Täter manchmal zusammenliegen, so, ne? Ja, aber nochmal zurück, diese Wut, wie äußert sich das? Ja, das kann im Alltag sein, dass du halt statt fettarmer Milch, weiß ich nicht fettarme Milch gekauft hast und dein Partner oder Partnerin komplett ausrastet darüber, ne? Komplett die Fassung verliert und von außen wirklich denkst, what the fuck, was hier eigentlich passiert? Also in dem Kopf des anderen macht das alles Sinn sein, wo man es jetzt berechtigt ist, völlig auszuflippen wegen der fettarmen Milch, aber von außen betrachtet denkst du, oh mein Gott, ey, das ist. Und das zeigt sich eben in der Beziehungsgestaltung häufig so, dass einerseits Menschen mit, die viel Borderline leben, sag ich jetzt mal so, gut matchen mit Co-Abhängigen so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, und das ist wirklich ein Höllenmatch, aber darauf, da möchte ich heute auch nicht drüber reden, matchen borderlineige Menschen extrem gut mit Narzissten. So, das ist natürlich ein absolutes Höllenmatch irgendwie. Aber das lassen wir jetzt heute mal ein bisschen vorab. Wenn wir uns wirklich mal auf diese Wut mal fokussieren. Ja, und diese Wut entsteht halt, ja, ich meine, klar, da ist natürlich Wut aus einer Kindheit mit, wo man vielleicht Gewalterfahrung hatte und ich weiß nicht was, vielleicht einen Männerhass entwickelt hat, keine Ahnung. Gleichzeitig sehnt man sich aber nach Männlichkeit. Also gibt es tausend Gründe, warum das jetzt so ist, aber die kann man natürlich bei jedem finden, ist auch, ja, kann man nur Mitgefühl mit haben, aber trotzdem muss man als Mann wirklich aufpassen, wie man das managt irgendwie so, ne? Wenn einem da jemand Sachen um die Ohren haut, oder es gibt auch Männer, die geschlagen werden, sollte man gar nicht meinen. Und
Das ist in einer Beziehung schwierig, ist aber bei einer zerbrechenden und nach einer Beziehung kann das noch viel drastischer werden, so, ne? Weil das habe ich wirklich jetzt immer öfter gehört, irgendwie, aber höre ich aber sowieso schon eigentlich lange, dass dann wird die Polizei angerufen, dann wird irgendein Quatsch erzählt, was der Mann gemacht hätte. Also einfach aus Wut irgendwie, ne? Weil der Mann, ich bleibe jetzt mal bei, in diesem Fall mal bei Mann, Frau, so, gesagt, das kann jetzt auch mal geschlechtermäßig anders sein, weil der Mann, weiß ich nicht, einfach nicht mehr das macht, was der andere will, oder weil man gekränkt, total zutiefst gekränkt ist wegen irgendwas, was aber, was man von außen vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber klar, in dem Moment, bei dem er gekränkt ist, vielleicht absolut Sinn macht. Und dann, ja, dann gibt es die krassesten Sachen, was ich persönlich auch Gewalt finde, muss ich sagen. Ja, Polizei anzurufen, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Der hat mich gerade geschlagen, der hat gerade dies gemacht, der hat das gemacht, irgendwas Sexuelles am besten noch mit reinbringen und so. Und da kann man schon versuchen, aus Wut Männern irgendwie einen riesen Schaden anzuhängen. Da muss man wirklich sagen, heutzutage, da muss man wirklich Männern sagen, ey, pass auf, wirklich, ne? Es ist so, es ist nicht so, ich gehe mal, ich gehe jetzt mal in so eine borderlineige Beziehung rein. Weil es ist ja auch, weiß nicht, für viele Männer auch irgendwie interessant, dieses, sind ja so, dieses Emotionale in Frauen und dann der toxische Sex und ich weiß nicht, das ist ja genau, was Frauen, diese Themen, die Frauen und Männern ja auch haben, dann, ne, auf der anderen Seite. Es ist nicht nur das, es kann einfach wirklich gefährlich werden, so, ne? Weil, ja, muss man sich erstmal, wenn man so mit in den Bereich von Falschanschuldigungen kommt, klar, wenn Männer wirklich Scheiße gebaut haben und ja, sie werden dafür zur Rechenschaft, jeder muss sich verantworten für seinen Kram, ne? Wunderbar. Aber, das müssen wir alle, ne? Aber ja, wenn wir jetzt in den Bereich von Falschanschuldigungen kommen, muss man erstmal, ja, das muss man erstmal alles widerlegen oder so, dass es nicht passiert ist. Jetzt muss man allerdings sagen, ich habe das Gefühl, das bessert sich. Also, ich habe das Gefühl, das gibt absolute Awareness so auf Seiten der Justiz dafür. Also, ich glaube, vor 10 Jahren war das noch ganz anders, viel kritischer irgendwie. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man ja nicht aus dieser Wut, die da ist, dass da nicht totaler, ja, dass dann ein Mensch wirklich total ein Täter rutscht und einen wirklich versucht, einfach nur einen Abgrund zu ziehen naja, klar, diese Zerstörungswut, die sich ja auch bei vielen Borderlinern gegen sich selber richtet, was wirklich ganz schlimm ist, aber eben auch gegen andere so, ne? Und wie gesagt, man kann da aus der Ferne wirklich nur tiefstes Mitgefühl haben und sollte sich freuen, wenn die dann Therapie, was weiß ich, irgendwie Therapie gehen oder ich weiß nicht was machen, wenn sich das bessert. Aber das, wie gesagt, das ist nicht unser Thema. Es geht darum jetzt heute, was machst du, also was machst du als Mann dann irgendwie so, ne? Und am besten ist natürlich, du kommst jetzt gar nicht rein in solche Situationen. Sieh dir das gleiche, Liebeschiff angucken, klar, Modul 1, Modul 0, die ganzen Sachen. Was habe ich, was sind meine Anziehungspunkte? Weil, also natürlich geht es jetzt nicht um Schuld, wieso man in eine bestimmte Beziehung kommt, aber man kann immer gucken, was sind meine Anziehungspunkte? Und das finde ich extrem, also gerade wenn ich gucke, was sind meine Anziehungspunkte, ist es gerade auch der Schritt aus dem eigenen Opfersein raus, ne, ach, das passiert mir immer nur, ich hätte immer nur Pech, immer gerade ich an Borderlinerinnen, sondern wirklich zu gucken, ja, was zieht mich da an irgendwie so, ne? Was ist meine Seite des Spielfeldes irgendwie? Und wenn man jetzt mal drin steckt, ja, und man merkt, okay, da ist so ein Potenzial und die Beziehung geht auseinander, dann sollte man vielleicht echt gucken, dass man da ohne sowas rauskommt. Ne? Man sollte jetzt nicht denken, oh, das könnte jetzt nicht passieren hier oder so. Ja, das kann passieren. Und ja, so klar, es gibt natürlich, jeder Einzelfall ist da jetzt anders, aber sollte man sich darauf einstellen und ja, sich vielleicht schon mal so ein bisschen absichern, so, ne? Wo das dann halt möglich ist. Ne? Wenn es
dann zu solchen Sachen kommt, dass Falschanschuldigung, krasses Stalking oder was weiß ich, kann ich nur sagen, geht zur Polizei, auch als Männer. Ich kenne auch Männer, die Gewaltschutzparagraphen in Anspruch genommen haben, zieht das wirklich durch, also da lacht auch keiner drüber, wenn ihr Kontaktverbot zu einer Frau aussprecht, wenn ihr jemanden anzeigt, wenn ihr dann auch mal eine Person anzeigt wegen, oder was weiß ich, sagt hier, ich habe hier Falschanschuldigung, was weiß ich, was mache ich denn jetzt, euch beraten lasst, das Recht habt ihr genauso wie Frauen das haben, wenn sie Gewalt erfahren von Männern, so, ne, also ich kann nicht dazu raten, das über sich ergehen zu lassen und zu denken, das hört schon auf, weil diese Wut nach so einer Trennung, das kann über Monate gehen, das kann über Jahre gehen. Und ja, da muss man einfach mal einen Pflock einrammen, muss man sagen, so geht's nicht weiter irgendwie so, ne? Dass wenn man da, klar, wenn jetzt jemand für sich in seinem stillen Kämmerlein wütend ist, ja, okay, aber wenn das dann versucht wird, in irgendeiner Weise auch auszuleben, ja, dann ist eben jemand vom Opfer in den Täter gerutscht. Und das geht so schnell irgendwie, ne? Also Opfer, ja, klar, man wird sicherlich nicht borderlineig, wenn man so eine tolle Kindheit hatte, aber dieser Schritt an den Täter zu rutschen, ist halt kurz, ne? Deswegen sage ich auch mal Täter-Opfer-Kreislauf. Und auch du als derjenige, der mit so jemandem zusammen ist und der dann vielleicht diese Wut abkriegt, auch du bist natürlich gefährdet, vom Opfer in den Täter zu rutschen, indem, wenn du dann zurückschießt, zurückdonnerst, zurückstalkst, ich weiß nicht was. Deswegen mein Rat, also ist eigentlich der gleiche Rat wie an Frauen, die in, was weiß ich, vergleichbaren Situationen sind, wirklich ganz klare Grenzen setzen, die verteidigen und nicht, weil der andere wütend ist, weil er dich nicht länger durch den Kakao ziehen kann, nicht klein beigeben und zu sagen, ey, das gucke ich mir jetzt an. Und hoffe, dass es irgendwie vorbeigeht, weil unter Umständen geht es nicht vorbei, wenn du, gerade wenn du, ja, keine Ahnung, aus irgendwelcher Gründe deine Ex dich da besonders wichtig fand oder besonders gekränkt ist von dir, sich gekränkt fühlt, zu Recht, zu Unrecht, whatever, Beziehungen gehen halt auseinander, das ist nicht schön irgendwie, ne? Ja, klare Grenzen zu setzen, aber möglichst ohne eigene Wut, das ist so die Kunst, das ist so ein sauber gehaltenes Spielfeld, was wirklich super schwierig ist in der Situation, ist, klare Grenzen zu setzen, trotzdem nicht selber in Wut und Hass zu gehen, dass man gerade sowas erfährt, also trotzdem, also idealerweise trotzdem in so einer allgemeinen Menschenliebe zu bleiben, aber dann nicht sich daraus dann nicht abzugrenzen, ne? Das wäre halt schlecht so, ne? Im Dating würde ich auch mal aufpassen, wenn, ist auch wieder für die Männer, wenn Frauen, sage ich mal, ja, also es sind keine knallharten Hinweise, sind das Red Flags, ich weiß es nicht, aber wenn Frauen so super dominant rüberkommen, wenn Frauen so viele flirrige Geschichten erzählen aus ihrer Vergangenheit, so, klar, manche Männer denken, ach, ist ja witzig, ist ja spannend und so, ne? Das ist ja, manchmal sagen Männer, das ist ja, boah, die sieht hot aus und trotzdem redet die wie ein Mann, ist ja lustig irgendwie und will ich schon mal ein bisschen gucken. Und dann muss man, also ist mein Gefühl, muss man wirklich aufpassen, wenn man so an Frauen kommt beim Dating, die sagen, ich war nur mit Narzissten zusammen, ich nur ganz böse Männer, das kann sein, also ich habe mal die ganze Community voll, die, ne, also die vielleicht wirklich mit, ja, mit Leuten mit narzisstischen Anteilen zusammen waren, weiß ich nicht, aber ich kann definitiv sagen, es gibt auch also ich sage jetzt an die Männer, es gibt auch Frauen, die besonders viel schimpfen, weil die bösen Männer, wo sich die Männer vielleicht einfach nur ganz einfach nur gewehrt haben, weil sie einfach keine Ahnung, weil sie ihre Ruhe haben wollten, weil sie nicht mehr belagert werden wollten, weil sie falsche Entschuldigungen über sich ergehen lassen mussten und vielleicht einfach sich nur gewehrt haben und dann waren es die bösen Narzissten. So, wie gesagt, es kann sein, ich will das jetzt überhaupt nicht, aber ich will das jetzt nicht, dieses ganze Video langweilig machen, nämlich jetzt tausend wieder sage, ja, es gibt andersrum, gibt es ja auch, das lasse ich jetzt mal ein bisschen mehr außen vor heute.
Da würde ich wirklich aufpassen, ne? Wenn eine Frau wirklich sehr wütend rüberkommt, sehr, oh, der eine hat dies gemacht, der andere hat das gemacht, ohne, weiß ich nicht, irgendwo, dass man das Gefühl hat, dass sie sich selber mal reflektiert hat. Wie gesagt, das kann natürlich sein. Die Gefahr ist nur immer, dass dann ein Mann denkt, ja, jetzt bin ich der Retter und jetzt rette ich sie, jetzt hat sie nur so böse Männer gehabt und jetzt komme ich und ich bin ja der liebe Mann und vielleicht waren die anderen Männer aber auch liebe Männer, die durch den Kakao gezogen worden sind, weil sie sich irgendwann gewehrt hatten oder keinen Bock mehr hatten. Also da wäre ich wäre aber sowieso grundsätzlich sehr vorsichtig, wenn Menschen über ihre Vorbeziehungen erzählen. Idealerweise lernt man sie irgendwann mal kennen oder so, weil das wird so stark durch die eigene Brille wahrgenommen oder auch geschönt oder man muss ja auch, ich finde es auch okay, man muss nicht über Vorbeziehungen so viel reden, aber wirklich, wenn so eine Frau sich so als Damsel in Mistress darstellt, die gerettet werden muss, weil sie nur böse Männer kennengelernt hat, gleichzeitig sehr flirrig, sehr sexuell ist, sehr vielleicht auch teilweise grenzüberschreitend sexuell, was für einen Mann erstmal gar nicht, wo ein Mann erstmal denkt, ist ja geil, endlich mal eine Frau, die meine sexuellen Grenzen überschreitet, so Gänsefüßchen, und gleichzeitig so sehr brüchig rüberkommt, aber dann auch wieder total dominant und krass und entitled, also irgendwie so, ich habe ein Recht darauf, so zu sein, irgendwie, pff, da würde ich als Mann echt überlegen, das ist eine gute Idee, ich weiß nicht, so, just saying, ja, also, ja. Und ansonsten, wenn man sowas drin ist, ja, also immer wieder das Gleiche, eigene Spielfläche sauber halten, nicht selber. Also meine Mission ist es ja wirklich, Menschen aus dem Täter-Opfer-Kreislauf rauszubringen und was Beziehungsgestaltung angeht. Und ja, und da hilft man, glaube ich, niemand, wenn man, also man hilft niemand, wenn man selber auf die Täterebene wechselt. Man hilft aber auch niemand, wenn man selber im Opfer bleibt und sagt, ich bleibe jetzt hier im Opfer und lasse das alles über mich ergehen. Manchmal kann man vielleicht nichts gegen machen, aber tatsächlich, aber das wäre ein anderes Video, hat man die besten Chancen, wenn man sich selber aus dem eigenen Opfergefühl rausbringt. Dann hat man tatsächlich die besten Chancen, dass sich das manchmal auf magische Art alles irgendwie dann doch regelt irgendwie. Aber je mehr ich selber, das gilt allerdings für Männer und für Frauen wirklich gleichermaßen, je mehr ich in diesem Opfergefühl verharre und das nicht aufarbeite, ne, mit meinen eigenen Themen oder Kindheitsthemen oder was auch immer, umso mehr ziehe ich, also bleibe ich in dieser Täter-Opfer-Energie auch drin, so, ne. Das ist manchmal der Grund, warum das Universum sozusagen die Sachen nicht regelt, so, wo man mal denkt, warum macht das, warum kommt das Universum nicht? Ja, also das Universum kommt immer erst dann, wenn du selber deine eigenen Opferthemen aufgearbeitet hast. So. Wollen viele nicht wahrhaben, wollen immer mit dem Finger auf andere zeigen, aber ich kann nur nochmal sagen, das wird mir immer klarer, dass wir reden ja mal viel über Plus- und Minuspole, beide fühlen sich oft als Opfer, also das ist ein Märchen. Es mag jetzt einige wenige Menschen geben, die sich sagen, ja, ich bin Täter, mir macht es total Spaß, andere zu fertig zu machen und ich bin der gemeine Psychopath. Ja, wird es geben, aber selbst da muss man sich fragen, ist der Mensch wirklich glücklich? Aber tatsächlich fühlen sich wirklich, gerade so im Bereich von toxischen Beziehungen, fühlen sich häufig beide Teile als Opfer, also, und im Recht. Und da kann man nur bei sich gucken, weil man wird den anderen nicht davon überzeugen, dass er ein Täter ist. So, ne? Vielleicht waren beide auch mal Täter in einer Beziehung. Also, wie gesagt, guckt wirklich bei euch. Aber bei sich gucken heißt eben auch, ja, vielleicht hatte man eine Kindheit, wo man, weiß ich nicht, irgendwie nicht sich gelernt hat zu wehren oder so. Das sind auch Themen, die gehören auch damit dazu. Sich anzugucken, was ist meine eigene Spielfläche. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns heute Abend auf Twitch, da wollen wir harmlose Themen anschauen, obwohl harmlos ist es auch nicht, manifestieren. Vielleicht auch ein bisschen passend dazu, Phasen einer Trennungsphasen und ja, freue mich, wenn wir uns da sehen.